Hallo zusammen. Heute gibt es Hackbällchen. Hört sich sehr banal an, ist es aber nicht, weil es macht wirklich richtig Spaß und es ist leicht und sommerlich. Okay? Wir legen los. Und zwar, schaut her, ich habe hier wirklich eine schöne Hähnchenbrust. Ich habe hier noch ein bisschen Rindfleisch gehabt. Das habe ich jetzt damit reingeschmissen. Ja? Das packt ihr in die Schüssel. Und dann könnt ihr schon mal hier Aktivator draufhauen. Aktivator Hühnchen. Hier geben wir mal einen großen Löffel, bitte. Jawohl. Gut durchmischen. Ja, tastet euch da einfach ran. Nicht, dass ihr da zu viel dran macht oder zu wenig dran macht, das wäre nämlich schade. Faustregel, auf 1 Kilo macht ihr 20 Gramm Aktivator. Entweder selber gebaut, 5 kleine Salz, 1 Teil Zucker oder eben den von mir. Und dann kriegt die Aromen, die ich für Geflügel sensationell finde, schon mit dazu. Okay, wenn du soweit bist, dann dein Gemüse. Ich habe jetzt hier Karotte, ich habe natürlich Zucchini, wie gesagt, der Garten ist voll mit Zucchini. Ich habe Staudensellerie, mach das Gemüse drauf. Verhältnis ungefähr, ja, mach ungefähr 1/3 Gemüse drauf, das ist wunderbar. Auf das Gemüse macht ihr natürlich euren Gemüseaktivator. So, braucht ihr nicht durchmischen, lasst ihr gleich stehen. Dann geht ihr hier, macht ein paar Haferflocken drauf. Macht ein paar Eier drauf. Also ich sage jetzt mal 2 Eier, das reicht vollkommen aus. Zack. Wenn geht ohne Schale. Wieso sind die Eier so kaputt? Wenn du die runtergeschmissen hast. Nicht runter, aufs Brett sind sie mir gefallen. Weil ich wollte nicht den Gag machen, wollte die Eier hinstellen. Dann habe ich es natürlich ein bisschen zu kräftig hingestellt. Die Pointe quasi völlig versaut. So, was ich auch noch ganz geil finde da drin, ein bisschen gebratene Zwiebel. Die machen wir auch noch mit rein. Und dann verträgt das Ganze gut Pfeffer. Und dann nehme ich gerne den Melange Noir her und mache da ruhig ein bisschen was drauf. Das darf ein bisschen pfeifen. Okay? Könnt natürlich auch Chili drauf machen, aber die Chili verwenden wir dann anderweitig. So, das Ganze wird jetzt einfach gut durchgemischt. Durch die Wolf gedreht. Gehst du mit, Leon? Wo machen wir das jetzt mal rein? Obwohl ich habe ein schöneres Gefäß. Wir machen es hier. Also, anmachen die Kiste. Anstecken. Ich habe eine relativ grobe Scheibe gemacht. Das ist natürlich zu grob. Aber schön drin hat die ganze Geschichte. Leute, wer natürlich keinen Fleischpulver hat, der kann natürlich auch ein fertiges Hack kaufen. Geflügelhack ist natürlich schwierig. Ich habe das ja gemacht, weil es wirklich schön sommerlich leicht sein soll, die ganze Sache. Könnt natürlich auch Rinderhack nehmen oder jedes andere herkömmliche Hack. Ja, wie
wie ihr das gerne möchtet. So. Ein schöner Bart, wunderbar. Das Ganze lasst ihr jetzt nochmal durch. Ja, einfach ein zweites Mal durchhelfen. Da kriegst du eine schönere Bindung drauf. Braucht gleich nochmal so einen schönen Traverso schießen. Ja. Mit dem machen wir dann gleich weiter, oder? Was brauchen wir hier drin? Boah, das ist ja gleich noch schöner. Hack ist fertig, ihr braucht auch nicht mehr rumprobieren. Ja? Die Würzung ist wunderbar. Beim ein rohes Geflügelhack probieren, das liegt, glaube ich, nahe, dass das nicht so viel Spaß macht. Okay, jetzt fehlt uns da noch ein bisschen Bindung. Ja, ihr seht, es ist recht weich, ne? Also mit kompakten Hack hat es jetzt nicht viel zu tun. Es hat auf jeden Fall ein wunderbares Aroma mit den Gewürzen, was wir da drin haben. Wir gehen jetzt einfach her, machen noch ein bisschen Panko oder Paniermehl macht er noch dran. So. Mein Ofen habe ich vorbereitet auf 215, 220 Grad Grillfunktion. Und wir gehen jetzt einfach mal her, nehmen einen Eisportionierer. Ja. Ihr sucht euch den schönsten Teller, den ihr habt. Dann stecht ihr einfach so Belge ab. Lasst dazwischen ein bisschen Platz. Ja, also ihr könnt die für die Tischmitte machen, die Sachen. Ihr könnt es aber auch portionsweise anrichten, wie ihr das gerne möchtet. Dann, schaut her, ich habe hier so Ziegenroller, setze ich jetzt einfach hier rein. Dann kommen wir mit, dann gehen wir kurz in den Ofen. Ihr nehmt jetzt einfach so den Teller mit dem rohen Hack und dem Ziegenfrischkäse und schiebt es bei eurer Grillfunktion in den Ofen. Aufpassen, ne, dass die Hitze erstmal oben weg kann. Rein damit. Ich denke, wir können sogar ein bisschen höher gehen. Mit der Temperatur, ich glaube, wir gehen mal hier auf 245 Grad. Schaut halt, was das Ding hier gibt. Und dann lasst ihr es einfach mal marschieren. Okay? Ich denke mal, 10 Minuten, 12 Minuten, sowas ist es wunderbar auf dem Punkt fertig. Und in der Zwischenzeit geht ihr hier und macht eure Marinade fertig. Dafür nehmen wir Tomate. In die Tomate machen wir natürlich tolles Olivenöl rein. So. Es ist endlich da, mein Olivenöl, Leute. Ich denke mal, könnt ihr im Shop haben und macht total Spaß. Ist richtig schön pfeffrig, ein Bioöl von einer Familie, die nur ganz wenige Oliven hat. Die sind im Süden von Sizilien und probiert es einfach aus. Es gibt 300 Liter und die habe ich für euch reserviert. Und für mich dann. So, Pfeffer machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt Chili rein. Und zwar
brauche ich nicht mehr erwähnen, glaube ich, ihr tastet euch ran, je nachdem, was ihr habt und je nachdem, wer mit isst, macht lieber am Anfang ein bisschen weniger. Ja, gib mir mal ein Stück Ingwer rüber, bitte. So, dann macht ihr noch ein bisschen Ingwer mit rein. Also ihr könnt da reinschmeißen, was ihr wollt. Ne? Ihr könnt da einen Majoran mit reinmachen. Ihr könnt, weiß der Teufel, was mit reinmachen. Ne? Schneidet das Zeug einfach schön klein. Wer Knoblauch möchte, der kann natürlich Knoblauch mit reinmachen. Ne? Erlaubt ist hier, was schmeckt. Und dann macht ihr hier den ein bisschen Salz dran. Ihr macht ein bisschen Zucker dran. Brauchen da eine leichte Süße. Ihr könnt auch Honig machen, das geht auch. So, wir haben süß, scharf, sauer, salzig. Und dann machen wir einfach noch einen Schluck Essig dran. Ja, was machen wir denn heute mal? Weiße Balsamico, Erdbeer, Barrique. Was haben wir denn hier noch? Granatapfel. Ah, ich habe was. Einen Pflaumenbalsamico. Ha? Ja. Pflaume? Also den Tiere seine Essig ist in der Hammer. Jetzt haben wir alles dran, Leon, oder? Was können wir da dran machen? Ein bisschen Basilikum. So, Basilikum rein. Bevor wir jetzt unsere Soße hier fertig machen und unsere Croutons, haben wir noch den Aktivator an unsere Bühne. Schaut mal her, ich habe hier Zucchini, ich habe Paprika, ich habe Karotte, also wirklich eine kunterbunte Mischung. Das aktivieren wir schnell. Ja, gib mir bitte mal zwei kleine Löffel. Kleine Löffel meine ich immer die mittleren. Okay. Soll ich das nächste Mal mittlere Löffel sagen? Ja. Durchmischen. Dann können die nämlich schon mal schwitzen, weil die werden nicht gegart, die bleiben nämlich auch roh. Wie gesagt, sommerlich, leicht, frisch. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, jetzt mit rüber. Jetzt nehmt euch einfach ein schlankes Gefäß, wo ihr alles reinmacht und dann einfach Attacke. Dass die Bestandteile ziemlich klein sind. Ja, muss es nicht ganz aufgelöst sein, aber ziemlich klein sollte es sein. Zur Not würde es dann einfach nochmal Benzin machen. Der Leon ist unser Versuchskaninchen, der darf gleich probieren. Hier noch hinten bitte nochmal aus dem Schrank. So eine wunderschöne kleine Karaffe. Mhm. Sowas oder ähnlich. Okay, dann probieren wir mal. Wow, also ich finde es sensationell. Leon, dein Urteil? Machst du mir einen Löffel? Sehr gut, ne? Ja. Dir wahrscheinlich zu wenig scharf. Ich brauche nochmal einen Löffel, bitte, sauberen. Und auch hier, ihr könnt wieder sehen, euer Gemüse schwitzt. Ja? Sobald es durchgeschwitzt ist, macht ihr eure Marinade oben drauf. Und voilà. Fertig ist, sag mal, eine Art Gazpacho. Ne? Gazpacho. Wie auch immer ihr das nennen mögt, auf jeden Fall richtig herrlich, kalt, erfrischend. Alleine das wäre ein Gericht wäre. So, wunderbar. Dann
nach. Es ist wunderschön, Leute. Ich sag mal ungefähr noch 3-4 Minuten. In der Zwischenzeit gehen wir her. Machen unsere Croutons. Ihr nehmt einfach ein schönes Baguette. Schneidet es in ganz grobe Brocken. Dann hast du einen Knoblauch für mich. Ich weiß nicht wo, tatsächlich. Schauen wir da. Grab mal, ob da unten was ist. Nee. Dann muss ich schnell in den Garten gehen. Das war noch nicht ganz reif, aber... Oh, Frau Marquardt, würdest du im Garten schnell einen Knoblauch holen? Spannen wir meine Frau auch noch ein. So, und dann gutes Olivenöl, einfach rein in die Bütt. So. Dann eure grob geschnittenen Brotwürfel rein in die Pfanne. Du kannst ruhig mit rüber gehen, Leon. Kannst du schon in die Pfanne filmen? Ich hole hier noch ein bisschen Rosmarin. Richard, ja. Ernte aus dem Garten ist noch ein bisschen dünne, aber den nehmen wir jetzt einfach mal her und mit einem schönen Aroma da reinbringen. Man kann wirklich schon erkennen, ja, es sind zwar noch sehr, siehst du es, Leon? Ja. Werden noch Zähnchen, sind noch keine. So, wir bringen das einfach ein bisschen mit durch und lassen die richtig schön mit dem geilen Olivenöl vollsaugen. Machen den Rosmarin dazu. Und braten es einfach richtig schön goldgelb an. So, du kannst jetzt schnell noch mal einen schönen Teller holen, gleich in dem Make-up-Klammdeck, fällt mir sehr gut. Ah, wie das riecht. Leute, wenn ihr das Gericht nachmacht, dann habt ihr den Duft in eurer Küche erfüllt. Ihr glaubt, ihr seid im Urlaub. Denkfehler. Wir haben es ja im Ofen. Ja. Schaut her, nicht zu kräftig, seht ihr das? Einfach, dass die leicht farbig riechen. Und ihr müsst euch vorstellen, die sind innen ganz weich und cakeig, haben sich mit diesem geilen Olivenöl vollgesaugt. Dann diese knusprige Parmesan dazu und dieses Knoblaucharoma. Ganz leicht Salz noch und das war's. Und da kann man es drauf machen. Et voilà. So, Leon, ich würde sagen, an den Ofen. Bist du bereit? Ja. Das mal an, Leute. Ist das nicht der Hammer? Sind perfekt fertig, die Dinger. Ne? Der Ziegenkäse schön zerlaufen. Und jetzt geht ihr einfach her, gießt so ein bisschen was einfach in das heiße Ding. Hört ihr? Ich glaube, man kann es hören, Leon. Mhm. Ja? Macht diese Gazpacho dazu, die jetzt natürlich da drin warm wird.
Einfach den Schnittlauch so ein bisschen drüber machen. Ein paar von den knusprigen Croutons reinschmeißen. Und et voilà. Fertig ist ein herrlich leichtes Sommergericht. Und hier die restlichen Gazpacho, die füllt ihr einfach ab in eine kleine Karaffe. Dann könnt ihr das wirklich in einen schönen Becher dazu trinken. Und ich hol's mal rein. So ein Stamperchen dazu. Weil das ist nämlich der Gag an der Geschichte, dass du es einmal warm hast mit den Fleischbällchen und dem Ziegenkäse und einmal wirklich so einen kalten Shot dazu. Und den Rest füllt ihr einfach in eine schöne Karaffe ab. Et voilà. Und fertig ist unser nächstes Sommergericht für euch. Hackbällchen vom Hühnchen mit Zucchini, mit einer Gazpacho und Ziegenkäse. Viel Spaß wünsche ich euch, probiert es einfach aus. Teilt uns mit, wie es euch gefallen hat, schenkt uns einen Daumen nach oben. Und wenn ihr ans Eingemachte gehen wollt, schaut mal rein bei uns auf der Internetseite Firestarter. Da geht es richtig zur Sache. Gutes Gelingen.